Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Im heutigen Part möchten wir erstmal in der Abendstunde uns in die Herberge begeben, wo wir mit allen Personen dann sprechen können. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendeinen weiteren Plan machen kann, was ich dann im Anschluss tun sollte. Weil sobald wir in der Herberge sind, ist es wahrscheinlich direkt 18 Uhr. Und dann hätte ich eigentlich auch nur bedingt viel Zeit, noch irgendwas Großes zu tun. Ich denke, was sich vielleicht lohnen würde, wäre noch ein bisschen Geld. Ich habe auf jeden Fall genug Geld, ja, um die Hand zu nehmen. Und dann noch ein bisschen Saatgut zu kaufen und dann noch ein bisschen zu farmen. Ich denke, das sollte auf jeden Fall ein guter Plan sein. Und dann würde ich sagen, auf ins Getümmel. Oh. Ich glaube, wir hatten mit allen schon gesprochen, bevor ich den letzten Part beendet hatte. Ah, das Requestboard. Request for Wood Fencing. Oh. Also ganz zufälligerweise haben wir durch den einen Auftrag ja Wood Fences bekommen. Die könnten wir jetzt noch schnell abholen und könnten ihn dann direkt geben. Dann hätten wir den Auftrag sofort erledigt. Und ich denke, das machen wir noch eben, weil wir haben eh noch ein bisschen Zeit, bevor es anfängt. Das ist ja gegen 18 Uhr, glaube ich. Und ich brauche derzeit nicht wirklich die Fences, da ich keine Hühner habe oder ähnliches. Weil das war zumindest das, was sie beispielhaft genannt haben für den Nutzen von den Fences. Oh, ich sehe auch gerade, ich habe 21 Essenzen. Die könnte ich natürlich auch erstmal investieren. Digging up uncommon artifacts will become more likely. Okay. Dive spots can now contain sunken artifacts. An additional dig site will appear daily at the western ruins. Ich glaube, da bin ich jeweils noch nicht. Archäologie würde ich gerne machen, aber das hat jetzt noch nicht wirklich Priorität für uns. Okay, ich würde sagen, wir sparen die Essenzen erstmal. Und gehen einfach zurück in die Stadt, kaufen uns noch eine Kleinigkeit und dann gehen wir auch direkt in die Herberge. So. Wir können uns den Lemon Tree kaufen. This tree can be planted any time of year, but will only fruit in the spring. Dann wäre eigentlich tatsächlich mehr eine Verschwendung, wenn wir den holen würden. Wir sollten ihn im Winter holen, denke ich. Also bis dahin haben wir noch eine ganze Menge Zeit, logischerweise. Und ich denke, dann könnten wir davon profitieren. Also entweder Erdbeer oder Cabbage Seeds. Wir hatten, glaube ich, nur einmal Erdbeer bisher. Ich würde sagen, wir nehmen von beiden einmal und nehmen dann noch einen Turnip. Ja, und ich denke, das ist fair. So, auf in die Herberge. Und dann schauen wir mal, was es heute Festliches so gibt. Ich würde sagen, wir gehen zuerst den Auftrag abgeben. Yep, turn in. Is this the wooden fencing I asked for? Henrietta is sure to approve of construction this sturdy. Thank you, Fantas. So, haben wir das Chicken Egg bekommen. Ulrich's four of a kind was beginner's luck. This time the pot is mine. I didn't mind. You did treat us all to another round. Hit me. Don't think you can hide your reaction from me, Errol. I know all your tells. The problem both of you have is that your little rivalry blinds you to the rest of the tale. Isn't that right, Rhys? I wouldn't know about that, Miss Tirifia. I just like dealing and doing card tricks. Watch this. Wow, nice moves, bro. By the way, this is a full house? Er scheint immer dieses große Glück zu haben, die richtigen Karten zu ziehen. Das war, glaube ich, auch beim letzten Mal so. You've come across an ancient Eldarian castle. The architecture rises up before you. Parade swooping. Buttresses that... Is there anything to zap? Well, I suppose the king comes out to greet you, but... I zap the king. Oh, look at that! I got a high roll. Warum wollte sie den König schocken? Was ist da los?
Nefodilia watches in abject horror, but doesn't stop her friend. The wizard Moonsilver zaps the king. Is it my turn? I was about to get a drink. Snicklefritz steals his crown and his shoes. I'm sure that will fetch a nice sum of fake coins in this game to pretend. Bad Brad, the bearded bard, begins composing a ballad for the fallen king. I'll begin with verse 1 of 17. Oh. With his dying breath, the king has cast a spell of silence on you, Brad. Okay, also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall witzig. Oh, Phantasm, you've arrived just in time for the show. Jennifer, I bought you some wine as a thank you for last time. Please, it's for you. This is the most expensive bottle they keep behind the bar. It's not even on the menu. Oh, did I not mention? My father was a bit of a sommelier. We used to have this vintage with dinner. You did not mention that. Oh, how funny. Well, this is dry wine and aged in oak, so the taste is pleasantly full-bodied. You might miss the sweetness, though I've heard you have a bit of a sweet tooth. One of those childish quirks that make you so charming. Go on, give it a try. It's delicious. Thank you so much, this is so generous. Oh, my pleasure. I'll bet. Look at those two getting along so well. Bonding over a nice drink. That's what life's all about if you ask me. Phantasm, do you think Juniper will let me try it? Maybe you can ask for me. Ich meine, würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte? You know, Bella pretends like Alan's game is beneath him, but between you and me, I'd say he's getting into it. I saw him scribbling notes about his character earlier this week. Vellum bought our most expensive bottle of wine. My eyes just about popped out of my head. Ich meine, als Doktor verdient man auch ganz gut. Wow, the cards table is hot tonight. Phantasm, watch out! Ich würde sehr gerne mitspielen, aber kann man ja leider nicht. Okay, und dann reden wir natürlich noch mit der Gang. I hereby convene the second meeting of the Dragon Guard Haste. You're probably wondering what the plan is, Phantasm. I sure am. On Friday nights, Reyna makes cheese and potatoes. Now, we all know cheese and potatoes makes Mr. Bella very sleepy. Aber tut es das? Phantasm, you'll be the lookout. Maple, you'll be the distraction. Reyna can't say no when you want attention. Naturally. Del, you... Liberate a big plate of cheese potatoes from the kitchen while Reyna is distracted. Phantasm, you'll deliver the cheese and potatoes to Mr. Baylor along with a warm beer. So warm! He'll sleep like a baby. And then you'll get his keys, Phantasm. And we'll look inside his room. Does everyone understand the role? Next week is go time. Rest up, Phantasm. Oh, ist das so eine kleine, interessante Sidequest, die sich jetzt über zwei Meetings aufgebaut hat? Wenn ja, dann ist das definitiv sehr, sehr charmant. Ich dachte gerade kurz, mein Spiel hat sich aufgehangen. Okay. Das war der Freitagabend und wir gehen jetzt... Oh, verdammt, mir fällt gerade ein. Vielleicht war es eine dumme Idee. Vielleicht war es eine sehr dumme Idee, dass ich mir die Saatgut gekauft habe. Wisst ihr warum? Weil wir ja eigentlich morgen den Wochenmarkt haben. Und ich hätte definitiv davon profitieren können, wenn ich diesen eventuell mit Geld in der Tasche betreten hätte. Ich meine, ich kann natürlich jetzt noch ein paar Sachen verkaufen und dann würde ich vermutlich auch, ja, ich denke mal, genug Geld dann bekommen. Ich könnte all den Grass, all die Sachen, die ich für Tiere brauche, also Grass Seed und Heu, könnte ich technisch gesehen jetzt verkaufen. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen Geld für morgen. Die Steinbank, die könnte ich auch mal aufstellen. Dann brauche ich auf jeden Fall noch meine Gießkanne. Wo war die? Da. Und vielleicht noch irgendwas, was ich verkaufen kann. Ich könnte...
Nee, die Daffodils und die Tulips möchte ich nicht verkaufen, weil ich die an Celia weitergeben möchte. Okay. Naja, vielleicht finde ich noch ein paar Käfer. Dann kann ich die ja verkaufen. Ich würde sagen, weg damit. Und die Steinbank. Oh, normalerweise hätte ich sie gerne vors Haus gestellt. Ich würde sagen, wir stellen sie hier neben unserer Drachenstatue. Okay. Oh, ich habe die Axt gerade nicht einstecken. Das heißt, ich kann gerade nur mähen und Steine abbauen. Naja. Oh, apropos Wurm. Zack. Direkt eingefangen. Klingen. Wir haben gar nicht mehr so viel Ausdauer. Also wir können theoretisch... das wollte ich nicht. Wir können theoretisch tatsächlich gleich Feierabend machen. Klar, ich könnte mir jetzt noch die Suppe holen und alles, aber ernsthaft, es hat einfach keinerlei Konsequenzen, wenn wir jetzt ein bisschen früher schlafen gehen. Ich kann auch ein bisschen... ein bisschen mähen hier. Ein bisschen Glück kriegen wir noch ein bisschen Heu und Gras. Dich kann ich noch abbauen. Jawohl. Und dann hätten wir noch ein bisschen was zu verkaufen. Und dann ja, machen wir gemütlich Feierabend. Uiuiui. Das Fiber würde ich behalten, weil scheinbar ist das ziemlich wichtig fürs Crafting. Einmal die ganze Farm mähen, das scheint sich zu lohnen. Abgesehen davon, dass ich dann auch sehe, wo ich überhaupt langlaufe. Aber ich sollte nicht vergessen, auch die Bäume mal zu schütteln, genau. Das Gute ist, mähen kostet mich keine Ausdauer. Was ein bisschen weird ist, weil natürlich ein Schwertschwingen schon nicht ohne ist. Weil ihr müsst ja nur mal einen Stock nehmen und den vermehrt hintereinander schwingen, dann wisst ihr, was ich meine. Okay. Ah ja, stimmt. Jetzt habe ich vergessen, dass ich ja eigentlich noch... Oh je. Esse das Acorn. Damit wir noch genug Ausdauer haben, um die letzten zwei Sachen zu gießen. Jawohl. Okay, mit dem früher schlafen gehen, das lasse ich jetzt mal. Lohnt sich gerade zu sehr noch zu mähen. Und da haben wir noch eine weitere Raupe. Jawohl. So. Da haben wir noch ein bisschen Geld gemacht, bevor wir schlafen gehen. Und dann können wir schauen, was der Wochenendmarkt, der Samstag, ich wollte schon fast sagen Sonntag, der Samstagmarkt für uns zu bieten hat. Okay. Weg damit, weg damit, weg damit und weg damit. Alles klar, dann lagern wir den Fiber ein und die Steine. Axt und Hake brauche ich nicht. Das heißt, die können erstmal gelagert bleiben. Alles klar. Speichern wir. Und Feierabend. Go to sleep. Ja, das hat sich ja gelohnt. Wir haben 310... Ich sage jetzt mal Gold. Die heißen ja, glaube ich, Tesserae, aber ich bin zu doof, um das auszusprechen. Wir haben 310 gemacht. Das ist auf jeden Fall eine gute Summe. Und ich denke, damit können wir vielleicht das eine oder andere kaufen. Und wir bekommen direkt noch 150 oben drauf. Sehr schön, sehr schön. Und es ist Samstag. Der Saturday Market. Aber wie es aussieht, lernen wir dann auch 4 neue Leute kennen. Save complete. Okay. Also,
Ich denke, ich bleibe bei meinem Equipment. Wir schauen mal kurz auf den Kalender. Nichts Besonderes hier. Es wurde uns nichts für Spring Festival gesagt, was da potenziell passieren kann. Hui, das sieht doch schön aus hier. So, gießen wir erstmal über alles drüber. Zack, zack, zack. Zack, zack. Es ist gut, dass wir 10 mehr Ausdauer bekommen haben, nachdem wir geruht haben, weil unsere Ausdauer so niedrig war. Das ist auf jeden Fall ein guter Perk, wenn wir mit ein klein wenig mehr starten können. Und wir haben unsere erste Erdbeere. Jawohl. Ist natürlich wunderbar. Können wir auch direkt ins Museum geben. Kirsche schaffen wir leider nicht mehr. Habe ich die richtige Position von dem Baum gegossen? Ja, oder? Ja. Okay, Post. Greet the Saturday Market Vendors. Phantasm, the Saturday Market is finally back in town. Please go and introduce yourself to this week's vendors. Then come talk to me for a reward. Oh, nette kleine Quest, die sie uns gibt. Sehr schön. Achso, ich möchte die Gießkanne noch einlagern, weil wir höchstwahrscheinlich direkt im Anschluss in die Mine gehen möchten. Und da brauche ich dann logischerweise die Gießkanne nicht. Ah, aber eben wenn wir in die Mine gehen, möchte ich meine Beeren mitnehmen. Es dauert zwar ewig, die alle zu konsumieren, aber ich denke, es ist mal so preis-leistungstechnisch das Beste, was wir machen können. Die Essenzen können wir derzeit nicht wirklich ausgeben für irgendwas, was wir gebrauchen können. Wir können sie einfach aufheben. Oh, ein Pinecone. Nehme ich mit. Ach ja. Zeitpunkt da. Oh, oh. Schmetterling. 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 Buchstäblich einfach nur Schmetterling. Nehme ich natürlich mit. So, wo sind denn die Vendors? Oh, alle. Alle sind auf dem Marktplatz. Okay. Na dann. Oh, ich habe vergessen, eine Blume mitzunehmen. Naja, kann ich ja später immer noch machen. Now, where did I put my pencil? I hope Dell hasn't requisitioned it for the Dragon Guard again. Warte, lass mich mal ganz kurz hier in die Mitte stellen. Das ist nämlich sehr screenshot-worthy, um fürs Thumbnail zu nutzen. Phantasm, look. Darcy drew Dozy in the form of my lattice, so cute, it's too cute to drink. Darcy and I are always swapping tips on baking. They put a lot of sea salt on everything in the capital. What's a luxury for them? Is every day for us? I don't want to influence you too much, but if you still haven't decided what to get from Darcy, I humbly recommend a mocha. Hello there, welcome to Darcy's Café. Guten Tag, m'lady. Yes, I'm Darcy. If you're ever in the mood for a nice cup of coffee or a sweet treat, be sure to stop by. Everything is made fresh. Darcy's got quite the memory for her regulars. She's able to recall orders just by seeing someone's face. Das konnte ich tatsächlich auch mal. Also, ich habe es ja schon oft auf meinem React-Kanal angemerkt und auch in anderen Gegebenheiten, dass ich ja aus dem Einzelhandel ursprünglich komme. Und ich konnte tatsächlich auch meine Kundschaft ziemlich gut daran einschätzen, wer wann wie gekommen ist und so weiter. Und konnte dann natürlich auch sofort sagen, okay, die Person möchte wahrscheinlich das und das und das. Und insbesondere bei den Leuten, die beispielsweise Zigaretten gekauft haben, lag die Zigarettenschachtel dann meistens schon auf dem Tresen, bevor die Person überhaupt an der Kasse war. Weil ich halt schon bereit war, genau das, was sie halt immer holen, direkt abzuziehen, sozusagen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal für einen normalen Kaffee. Wobei, ach, den trinken wir ja vermutlich nicht direkt, oder? Ja, da kommt ins Inventar. Na gut, ich nehme mit. I'm very adventurous in most parts of my life, but I'm a stickler when it comes to tea. Jasmine tea is my favorite. Luckily, Darcy always had it on hand. Elle had me try one of Darcy's lattes. It was delicious. I wonder if I'll be able to go back to black coffee.
Lyra's hair dye is all natural and has no adverse effects on your health. In case you were wondering, Phantasm. Das ist cool. Lyra always gets my fade just right. Ich war übrigens heute auch beim Friseur, also passt das ziemlich gut. Aber ich habe mir keinen Hair Dye, sondern nur einen Haircut geholt. Adeline says it's important to try new things now and then. I could probably try a mohawk, right? Okay, ja, mach mal. Josie said she's thinking about dyeing her hair purple. I bet she'd look great. Have you thought about dyeing your hair, Phantasm? Hello. If you're looking for a new hairstyle, you're talking to the right person. The name's Vera. I'm a traveling hairstylist. I've been all over Aldaria. I'd be happy to teach you any hairstyle I know. Just pick what you want and put down your coins. Das wäre ziemlich cool, aber das Geld ist ein bisschen heftig. Ja, es ist wirklich ein bisschen viel. Außerdem ist da jetzt nichts dabei, wo ich sage, außer vielleicht der Straight Pompadour, der wäre cool. Aber es ist nichts wirklich dabei, was ich haben will, denke ich. Okay, wir haben jetzt noch zwei weitere. Hier oben. Hayden and I take turns helping Mary out with getting all her furniture to a booth. Nora wants a new desk for her counter. That's quite understandable. Phantasm, are you browsing Mary's shop? Most of my furniture back on the farm is restored by her. Nice. Hi, welcome to Mary's Antiques. I'm Mary. I sell all sorts of unique furniture here that I source and restore myself. The selection is always changing. If you see something you like, snag it before it disappears. Hehe. ja, die kosten natürlich auch alle ordentlich. Dieses Haunted Theme ist schon ziemlich cool. Aber meine niedrigste Priorität überhaupt ist meine Inneneinrichtung. Also wirklich, ich habe so gar keinen Bedarf, solange meine Wirtschaft halt nicht gut genug ist, also meine eigene Ökonomie, meine Inneneinrichtung von meiner Farm bzw. von meinem Farmhaus zu verbessern. I wonder if Miss Mary has tiny dresser for sale. It's for my pet spider, of course. She has lots of socks. Das ist wild. I want a perfect bed. It should have tall posts and a big canopy at the inside should look like stars and... Wow, du hast Wünsche. This dresser Mary's got for sale look awfully... Was? Okay, nochmal. This dresser Mary's got for sale looks awfully familiar. Almost like one I made back in the day, but this one's marked as vintage. Couldn't be mine, right? Ich meine, wenn sie restored und nicht herstellt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass da auch was von dir dabei ist. I saw a cardigan that would look so adorable on Hemlock. It's even in his colors. I wish Mr. Lewis had cool clothes at his booth. Like armor. Ja, na klar. Between you and me, Lewis does not take well to haggling. Pay the man what he asks, Phantasm. Das kann ich verstehen. Lewis makes gloves that last. I've had my winter coat for years now and it still looks like new. Oh, und wir haben sie auf Rang 2. Wow. Lewis does repairs too. He always patches my work apron when it gets singed. Greetings and salutations. My name is Lewis. If you're looking for an article of clothing, you may rest assured that I personally cut and sew every garment you'll find at my booth. My stock changes with the week, so if you find something, you simply have to see yourself and don't wait. Ich denke, ich kann erstmal darauf verzichten. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal können wir vielleicht ein bisschen Geld für ein bisschen interessante Kleidung ansparen. Es hat aber auch nicht wirklich Priorität. Ja. Dosis expression suggests the bath is extra good today. Immer gut, Dosi zu petten. Immer eine schöne Sache. So. Okay, das Gute ist, alle waren heute auf dem Wochenmarkt, was ja verständlich ist. Das heißt, wir können jetzt ganz gemütlich uns Richtung Mine begeben. Ich darf nicht vergessen, Grashüpfer. Nehme ich. Ich darf nicht vergessen,
nochmal einen kurzen Abstecher bei der Farm zu machen. Ich gehe jetzt erst ins Museum und dann zurück zur Farm. Und dann, ja, würde ich dann im nächsten Part mit den Minen weitermachen. Ah, es ist so sad. Hätte ich das früher gewusst mit dem Kirschbaum, dann hätte ich den auch viel früher gekauft. Dann hätten wir das Cropset noch fertig bekommen vor dem Ende des Frühlings. Aber gut. Ich würde sagen, ups, ich gehe jetzt wie angekündigt, oh, hallo, ich möchte ins Menü, jetzt. Ich gehe jetzt wie angekündigt zurück zur Farm, lager noch ein paar Sachen ein und dann machen wir im nächsten Part weiter mit den Minen und ja, mal schauen, was uns da so alles über den Weg läuft. Ich würde sagen, bis dahin, macht's gut.